Viel Spaß wünscht euch Nicolas Alexander Böll bei der Amazing Voice Show. Hallo Nicolas. Hallo Merat. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, einige Fragen zu einem Synchronarbeiten zu beantworten. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Schieß los. Wie wurdest du Synchronschauspieler? Die erste Frage gleich, okay. Können wir die nochmal stellen? Nein. Ich bin nicht Synchronschauspieler. Also da bin ich echt, versuche ich auch immer eine Lanze zu brechen. Es gibt nur den Schauspieler. Und der deckt viele Bereiche des Berufes ab, als da wäre Theater, Drehen vor der Kamera oder eben auch, das ist eine Sparte des Berufes, zu synchronisieren. Und darum tue ich mich mit der Wortschöpfung Synchronschauspieler, die eh auch nur eine Krücke war für, die ist mal im IVS geboren worden, eine Krücke war für die Presse, damit die wegkommen von diesem Synchronsprecher. Das finde ich nämlich auch ganz gruselig. Das hat irgendwann mal einer merkwürdigerweise in der Zeit geprägt, in der eigentlich wirklich diese ganzen altehrwürdigen Schauspieler, die alle in Berlin unter anderem auch am Schillertheater waren, synchronisiert haben und die wirklich Theaterleute waren und die waren dann plötzlich auch Synchronsprecher. Und ich stelle mir dann immer, wenn ich das Wort Synchronsprecher höre, stelle ich mir immer einen vor, der so eine Klammer, das soll jetzt nicht despektierlich für die Synchronschwimmer klingen, aber der so eine Klammer auf hat und immer so für die Wertungsrichter so ein Zwangslächeln. Und das ist es eben einfach bei uns nicht. Gefragt ist der Schauspieler und deine Frage war aber, wie ich Schauspieler geworden bin. Ich bin bei mir in der Familie in der zweiten Generation in dem Beruf und das war jetzt nicht zwingend deswegen ein Weg, der beschritten werden musste, aber ich war ein ziemlich fauler Hund. Und ich bin so mit Mühe und Not durch die Schule durch, weil die interessierte mich überhaupt nicht. Das habe ich dann dank eines Klassenlehrers, der mich gesehen hat, alles wunderbar bewerkstelligt und hinbekommen. Horst Arno Topp, dem ich auf ewig dafür dankbar bin, sonst wäre ich wahrscheinlich ein Schulverweigerer geworden. Und als ich fertig war, ich hatte meiner Familie immer erzählt, weil eben der Vater schon Schauspieler war, ich mache sowas nicht. Das ist unseriös und alles scheiße. Ich werde Architekt. Immer Applaus eingefahren von allen Tanten und alle waren glücklich, der Junge macht was Vernünftiges. Und ich hatte meine mittlere Reife in der Tasche und sagte, so, und jetzt gehe ich auf die Schauspielschule. Und da fielen erstmal alle in Ohnmacht und fanden das ganz fürchterlich. Und ich habe das tatsächlich in dem Moment eigentlich nur gemacht, weil ich mich da zu Hause fühlte. Also ich bin als Kind durch Garderoben geschleift worden und dachte, ja, das wird das Einfachste sein, das kann ich und das mache ich. Und heute, rückblickend muss ich sagen, ich habe mehr Glück als Verstand gehabt, weil als ich dann, ich bin zu Else Bongers gekommen, eine der altehrwürdigen Schauspiellehrerinnen, die schon Ausbildungschefin der UFA war. Also als ich bei ihr war, war sie deutlich über die 80 und die hat mir gleich am Anfang im Rollenstudium Sachen gegeben, wo ich merkte, ey, Moment mal, das ist ja ganz anders als das, was ich bisher immer so von außen gesehen habe. Also auch wenn man in den Garderoben war oder Probenarbeit mitbekommen hat beim Vater, dann hat man nicht, war man nie so nah dran an den Rollen, an der Emotion. Und die machte dann auch noch zu einem Überfluss den Fehler, als Boy Gobert am Schillertheater für eine Rolle einen Jungen besetzen musste und suchte, mich mit 3 Monaten Schauspielschule dahin zu schicken. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, neben Uta Hallern, Friedel Bauschulte, Rainer Pigula, Jürgen Thormann, neben lauter Größen aus dem Schillertheater zu stehen und plötzlich ein Jahr da zum Ensemble zu gehören. Und das war eine schweineharte Arbeit, aber du bist nach Hause gegangen und du hattest das Gefühl, du hast wirklich was Gutes gemacht. Also du hast dich gut gefühlt, du warst erschöpft und hast dich vorbereitet auf den nächsten Probentag. 6 Wochen wurde probiert, bist wieder hingegangen. Und das war der Moment, wo ich, der eigentlich aus einem anderen Grund Schauspieler geworden ist, weil, wie gesagt, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich, dann merkte, oh Gott sei Dank, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Und das bereue ich bis heute nicht. Wie weit lässt sich auf die Figur ein, die du spielst? Sehr, also ich fange jetzt nicht an, wenn es in letzter Zeit ja, das sind immer dankbare Rollen, sehr viel bösewichtig, also ich mähe jetzt nicht reihenweise Leute um oder meuchel sie. Es ist, glaube ich, ein Goethe-Zitat. Ich kann mir jede Untat vorstellen, jetzt werde ich von Goethe-Fans massakriert wahrscheinlich.
weil ich es nicht wortwörtlich wiedergeben kann. Aber du musst es nicht tun. Du kannst als Schauspieler durchaus auf Emotionen zurückgreifen, die irgendwo in der Nähe sich befinden und die du selber erlebt hast, und machst sie dir zu eigen und versuchst sie so dir hinzubiegen, wenn du das jetzt nicht selber direkt schon erlebt hast, dass das in die Nähe dessen kommt, was von dir verlangt wird, was diese Figur braucht. Und das bedeutet aber zwingend, dass du wirklich einsteigst. Also wenn ich mit jungen Kollegen zusammenkomme, die fragen, wie man es am besten anstellen sollte, dann versuche ich ihnen erstmal zu sagen, vergesst das alles mit der Technik als allererstes. Das kommt auch mit der Zeit. A, was ein Problem der Zeit ist, in der wir jetzt arbeiten, dass einmal alles schneller gehen muss und billiger sein muss irgendwie. Dadurch haben die kaum mehr die Gelegenheit, sich wirklich fallen zu lassen. Und wenn ich dann sage, vergesst die Technik, meine ich eigentlich, oder das kommt dann als nächstes, was ich Ihnen sage, seid authentisch. Sucht, ich versuche das dann mal so zu erklären, steigt in euch hinab, in euren Bauch, leuchtet die Ecken aus und irgendwie findet ihr die Emotion. Lasst euch drauf ein, seid authentisch und dann nehmen euch die Leute das auch ab. Der Kollege, der das vorher, oder die Kollegin, der die Gelegenheit hatte, zu probieren, lange zu drehen an so einem Film oder auch in einer guten Fernsehserie, der durfte da mehr drauf einsteigen. Und wenn ihr aber wollt, dass eure Arbeit deckungsgleich wird mit dem, dass die Leute euch glauben, was ihr macht, dann müsst ihr zwingend authentisch sein. Ansonsten läuft das auseinander und es glaubt euch keiner und dann könnten wir uns auch das Synchronisieren sparen. Aber es ist eben das Transportmedium, um diese ganzen Emotionen, das ist nicht einfach nur eins zu eins übersetzen, sondern Adaption in unseren Kulturkreis zu bringen. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir das mit unseren Emotionen machen. Und da müssen wir voll dran sein. Steigst du nicht ein, brauchst du nicht anzutreten. Ich sage auch immer gerne zu den jungen Leuten, das ist wie Theater auf einem Quadratmeter. Ihr seid nur beraubt um alles, was ein Schauspieler normalerweise in einer Rolle trägt. Der Anspielpartner, die Augen des anderen, das Kostüm, das Bühnenbild, alles. Und das ist eigentlich das, was so schwer ist. Man akzeptiert heute bei Kollegen, die drehen, dass sie alle vor einer grünen Wand stehen und hinterher wird da eine unglaubliche Welt eingebaut. Aber dass der Schauspieler, der einem anderen Kollegen aus dem Ausland seine Stimme leiht, nicht minder es schwer hat, weil er sich in dieser fürchterlich kalten Atmosphäre eines Ateliers sich kaum bewegen dürfen, weil sonst raschelt irgendwas oder so, dass der dann eine nicht minder große Leistung bringt, das setzt sich bei vielen nicht durch. Gerade bei jungen Schauspielern, die gedacht haben, sie haben jetzt vielleicht die Riesenkarriere demnächst vor sich. Und weil die Kritik das auch fördert in Zeitung oder Radio, haben die dann immer so, ich mache jetzt nur noch synchron. Und denen sage ich, lasst euch drauf ein. Wenn ihr euch auf die Rollen wirklich einlasst, dann geht ihr auch mit einem guten Gefühl, ihr habt was getan, warum ihr auch eben in diesen Beruf gegangen seid, nach Hause. Und dann seid ihr auch mit dem, was ihr macht und könnt dann auch zufrieden sein damit. Du hast ja mal vor Jahren Owen Wilson gesprochen. Ja, Shanghai Nights, Shanghai Noon. Mhm. Genau. Wie war das denn so, ihn mal gesprochen zu haben und jetzt nicht mehr? Das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Das hat man gemacht. Wer Spaß hat, das Medium DVD gibt das her, kann heute mal switchen und sich fragen, ob das eine gute Arbeit war und dran war oder nicht. Und mehr ist eigentlich dabei nicht interessant. Ich habe schon andere Leute nach anderen Kollegen gesprochen. Jeder hat so seine Art, damit umzugehen und sich einzubringen. Und jetzt spricht ihn ein anderer oder leiht ein anderer ihm die Stimme und das ist in Ordnung und kein Problem. Aber es hat Spaß gemacht. Immerhin. Was hältst du von Henry Cavill und was gefällt dir am meisten, wenn du ihn sprichst? Es ist nicht der Schauspieler Henry Cavill direkt. Es sind eben dann diese Rollen, die ihm angetragen werden. Und die, also zumindest die letzte jetzt, das war Codename Uncle, der CIA-Agent Napoleon Solo, die hatte was einfach wieder unglaublich viel Spaß gemacht hat. Der war immer so ein bisschen drüber. Eigentlich ist das so ein Charakter, so wie er inszeniert worden ist, auch von Guy Ritchie, der eher wie die alten Bond
Filme waren, also wie ein James Bond in alten Streifen. Es tut mir wahnsinnig leid für alle Daniel Craig-Fans. Mit ihm, mit dem Wechsel zu ihm als Bond, hat sich die Produktionsfirma offensichtlich, die ganze Riege, die dahinter steht, ich sage gar nicht, dass das Craig ist, um Gottes Willen, das würde ich mir nie anmaßen, sich entschlossen, einen guten Actionstreifen, von denen wir, weiß Gott, genug haben, mehr in die Kinowelt zu entlassen. Und das, was die Bond-Filme ausgemacht hat, dieser Charme, dieses sich selbst hinterfragen, auch mal blödeln und sich selbst durch den Kakao ziehen, was ein Roger Moore konnte, was ein Sean Connery perfekt beherrscht, das ist verloren gegangen. Bond ist für mich keine Figur, der seine Gegner mit einer Kloschüssel erschlägt und dann irgendwie hinterher noch plötzlich Parcours laufen kann und alles, sondern es ist der eben in Sag niemals nie, der im Labor kämpft, ein Glas dem anderen ins Gesicht schüttet, der verätzt sich die Augen und der guckt drauf und sagt, oh, Urinprobe James Bond. Und das ist was ganz anderes. Und Cavill hat in Codename Uncle als Napoleon Solo auch wieder was davon. Und das ist Herausforderung. Dann können wir die nächsten nehmen, den nächsten Paul Bettany, ein hervorragender Shakespeare-Schauspieler. Rollen, die er annimmt, die er sich aussucht, die fordern mich als Schauspieler im Synchronatelier eben genauso. Und das ist eine Aufgabe und ja, da kann man sich nur drüber freuen. Warum sprichst du ihn nicht in Man of Steel? Du hast ihn ja am häufigsten gesprochen, aber in Man of Steel gerade nicht. Das ist ein anderer Kollege. Wie kam das dazu? Wie kam das dazu? Weil der Verleih und die und der Dialogregisseur der Meinung waren, ich bin zu alt. Kann man einfach so sagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Merkwürdigerweise fanden sie es dann in Codename Uncle nicht. Aber es wird nach wie vor, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es wird einfach immer auf den Jahrgang geguckt. Und gerade bei der Stimme ist das nicht wirklich von Bedeutung. Irgendein Kollege hat mal im Scherz gesagt, ich mag zwar Falten am Arsch haben, aber ich habe keine Falten am Stimmband. Und das trifft es einfach, da hat er sehr recht gehabt, weil die Stimme ist da alterslos. Und das, ansonsten kann man das nicht weiter kommentieren. Auch da war es eine Entscheidung, die treffe ich nicht. Ich habe auch keinen Anspruch darauf, irgendeinen ausländischen Kollegen immer wieder im Studio zu treffen und zu sagen, du kriegst jetzt meine Stimme. Insofern ist das passiert. Auf der anderen Seite hat es mich gefreut, dass man sich für Codename Uncle dann an mich erinnert hat, weil das eben einfach eine wirklich schöne Arbeit war und der Film leider unter Wert an der Kinokasse gelaufen ist. Vielleicht die falsche Zeit, so mitten im Sommer. Was hältst du von John Reese aus Person of Interest und was gefällt dir an der Rolle? Was mir an der Rolle gefällt, ist, dass wir uns mit RTL und der Redakteurin, die die Serie betreut, einig sind, dass es mein John Reese ist. Wieso ist das mein John Reese? Der Kollege macht im Original etwas, es kann sein, dass Leute, die das Original hören, das viel besser finden, aber er spricht irgendwie die ganze Zeit immer nur so. Das haben die tatsächlich irgendwann in Folge 30 auch mal selber durch den Kakao gezogen, da war eine Episodenrolle drin und die sagte immer, wie machst du das mit der Stimme? Fahren da die Frauen drauf ab? Und es ist wirklich nicht schön. Also nicht für meine Ohren und auch nicht der Regie und der Redaktion. Und so haben wir beschlossen, gleich von Anfang an, bei mir darf er Stimme haben. Und das mag ich an der Rolle. Da kann ich zu Recht sagen, da ist mehr Nicolas drin. Was hältst du von Winston aus der Ghostbusters-Serie? Er ist eine animierte Figur. Er hat mir unglaublich viel Freude bereitet, weil wir eine völlig verrückte Zeit hatten damit. Es waren Benjamin Völz, Oliver Rohrbeck, Stefan Krause und ich im Atelier. Und wir haben 170 Folgen davon aufgenommen. Es war einfach schön. Also ich kann jetzt nicht sagen, Winston Zeddemore hätte mir nun irgendwie
ganz viel gegeben. Es war wirklich der Spaß an dieser Arbeit insgesamt. Man muss sich das so vorstellen, ich war da wie die Jungfrau zum Kind zugekommen, ein Berliner Morgenpost-Abo. Ich habe das auch selber nicht gekauft, aber ich hatte dadurch immer die Zeitung. Ich bin morgens mit der Zeitung angekommen. Wir sind, wenn wir versetzt gedreht haben, dann noch mit einer Kühlbox angekommen. Dann haben wir eine Sonnenliege ins Atelier gestellt. Zwischendurch konnte einer abliegen. Dieses Atelier, es tut mir leid für die Firma, die es hatte, irgendwie sah am Ende eines Drehtages, eines Synchrondrehtages, sah es immer aus wie ein Schlachtfeld. Die Zeitung lag überall verteilt, Bananenschalen, irgendwie leere Flaschen, sonst irgendwas. Wir haben dann wirklich 8 Stunden zusammen da drin gelebt und unseren Spaß gehabt. Ich erinnere mich an eine Episode, da war in der Berliner Morgenpost genau auf der Titelseite ein Bild von Gorbatschow. Und ich hatte den Spleen, irgendwie in Sekretariatestudios zu gehen und am Kopierer. Kann ich mal eben an den Kopierer? Ja, mach. Und dann habe ich das auf vergrößern. Dann habe ich das auf insgesamt dieses Porträt auf 4 DIN A3 Bögen vergrößert und die zusammengeklebt. Das war dann so ein Porträt. Und das haben wir genau in den Spot eines Scheinwerfers im Studio an die Wand gepinnt. Und just an dem Tag kamen 2 amerikanische Kunden und wollten das Studio besichtigen, weil sie dort arbeiten lassen wollten. Und die Tür geht auf und die kommen rein und sehen das große, die Amis, die sehen das große Gorbatschow-Porträt an der Wand hängen. Dem deutschen Studiobetreiber war das Hochnot peinlich. Der hatte den Humor nicht. Die Amerikaner haben das viel gelassener gesehen. Aber in dieser Atmosphäre, nur um das zu sagen, fanden die Aufnahmen zu den Ghostbusters statt. Und dann 170 Folgen. Das hat immer einen Heidenspaß gemacht. Kannst du dich mit einem der eben genannten Charaktere identifizieren? Oder Schauspieler? Nein. Also wenn die Aufnahme draußen ist oder wenn beim Theaterspielen von der Bühne runter bin oder heute hier nach dem Live-Hörspiel, dann bin ich Nikolas. Und das andere ist dann, um beim Synchron zu bleiben, Paul Bettany oder Phoenix oder wer auch immer. Und zumal ich kenne die gar nicht persönlich. Also ich habe keine Gelegenheit zu sagen, ich kann das eigentlich sowieso nicht beantworten, ob ich mich mit denen identifiziere. Das würde ja auch voraussetzen, auch, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt. Und ich sehe nur die Rollen, die sie spielen. Und da muss ich einfach sagen, nein, ich sehe das gerne, was sie machen und freue mich, wenn sie gute Filme machen und die an mich herangetragen werden. Aber dass da eine Identifikation mit dem Schauspieler, der hinter der Rolle steht, passiert, nein. Auf welche Art von Charakteren wirst du am häufigsten besetzt? Oh, das hat sich gewandelt. Als junger Bursche waren es immer irgendwelche strahlenden Helden und Liebhaber. Und irgendwann kippte das, auch so mit Gladiator und Joaquin Phoenix, dass sie merkten, der kann ja richtig böse sein. Und das sind die dankbaren Rollen, also diese Abgründe ausleuchten, in sich selbst diese Sachen finden, und die man nie tun würde, aber sie rauslassen und den Geschmack daran finden, böse zu sein. Und wenn dann so eine Rolle schon von einem Kollegen extrem so angelegt worden ist, dann macht das einfach Spaß. Es kommen auch wieder, wie gesagt, jetzt gerade Codename Uncle, auch wieder ein paar Helden zwischendurch. Ich mache das alles gerne. Aber die Bösen sind wirklich die, die mehr Futter haben. Das ist das Häufigste, was man Schauspieler hat. Gab es beim Synchron sowohl positive als auch negative Erfahrungen? Ja, es gibt leider für mich sowohl als auch, fangen wir mit den Schattenseiten an, dass dieses Gewerbe eben immer mehr unter Budgetdruck gerät, der völlig ungerechtfertigt ist. Das führt zu so absurden Situationen, dass endlos gecastet wird für bestimmte Filme, viele Kollegen antreten im Studio, was auch schon sehr viel Geld kostet, wenn es dann aber an die Synchronisation an sich geht und du triffst auch mit den Leuten, die ja auch nur im Räderwerk stecken, in den Hierarchien der Verleihfirmen, die Druck von irgendwelchen namenlosen Controllern kriegen, die aber selber irgendwo als Supervisor der Redakteure auch einen Anteil Künstler und Künstlerseele in sich tragen. Und die müssen dann auf die Firmen Druck ausüben und die Firmen üben dann Druck auf die Schauspieler im Atelier und die Dialogregisseure und Cutter aus.
das ist, wird zusehends unerträglich, weil es ist nun mal ein künstlerischer Beruf. Du kannst nicht ins Atelier gehen und jede Rolle gleich auf den Knopf drücken und ein vorgefertigtes Programm einer CNC-Fräsmaschine läuft ab. Das geht nicht. Und da sind Menschen dran. Das erfordert Zeit, das erfordert sich einer Rolle nähern. Wenn das eben nicht getan wird, auch aus Budgetgründen, das erleben wir nur viel zu oft, dann hast du genau diese Synchros, die keiner wirklich gerne hört. Und die sind unter Druck entstanden und da passt es einfach von vorne bis hinten nicht. Das ist ein sehr großes Negativum und das ist eine Sache, die immer mehr Raum einnimmt und leider nicht schön ist. Aber da gibt es eben inzwischen Bestrebungen, auch seitens der Schauspieler, sich zu organisieren und dagegen anzugehen. Auch seitens der Studios, die letztendlich ja nur die Dienstleister sind, aber die darunter auch leiden. Und bei dem einen oder anderen Verleiher ist das auch schon angekommen. Letztendlich lügen sie sich in die eigene Tasche, wenn sie sagen, sie wollen Qualität und dann aber einen Druck ausüben, wo sie genau merken, damit kann man keine Qualität mehr liefern. Das kostet einfach, die Budgets für Marketingveranstaltungen sind deutlich höher manchmal als die Synchro selber, also die ganze Premierenfeier kostet mehr. Das sind nun Ausnahmefilme, das ist nicht immer so, Ausrufezeichen. Aber letztendlich ist das, was da passiert im Budgetbereich, zumal die Sachen durch den DVD-Markt und Streaming, die ganzen Download-Portale, auf Jahre hinaus, so ein Film, selbst in einer Kasse gefloppt ist, bringt ja trotzdem in den nächsten 10, 20 Jahren immer noch sein Geld. Das muss keiner sagen, dass das nicht so wäre. In diesem Mix verdienen die auf jeden Fall ihr Geld und genug damit. Und es ist einfach nur fair, die Künstler entsprechend teilhaben zu lassen. Es hat auch was mit Respekt zu tun. Der drückt sich auch darüber aus, dass jemand sein Leben anständig führen kann. Und das kann er nun mal nur, wenn er in unserem Bereich, heißt es Gage, woanders ist es Gehalt, wenn er dieses Gehalt und die Gage bekommt für das, was er getan hat. Und um nicht nur bei den Schattenseiten zu sein, das Schöne ist eben, als Schauspieler in Deutschland, einer leider beschränkteren Filmindustrie, die in den letzten Jahren immer größer geworden ist, ja, und tolle Filme hervorgebracht hat, das ist richtig, ist aber auch gar nicht Platz für alle. Und dadurch, dass wir so eine große Synchronbranche haben und das so eine gewachsene Struktur ist, habe ich als Schauspieler die Chance, an Filmprojekten mitzuwirken und mich einzubringen, die ich sonst überhaupt gar nicht, die sonst überhaupt nicht in meinen Range gekommen wären. Da wäre ich überhaupt nicht rangekommen. Und das ist wahnsinnig angenehm für mich, dass ich die Chance habe, auf die Art und Weise mitzuwirken und dabei zu sein. Wer sind deine Vorbilder? Schauspielerisch. Oh, Gerd Fröbe zum Beispiel war ein Vorbild. Absolut. Also, er begeistert mich nach wie vor. Dann die tatsächlich aus der Riege, mit denen ich als ganz, ganz junger Schauspieler am Schillertheater spielen durfte. Da ist eine Uta Halland zu nennen, die wirklich eine Ausnahmeschauspielerin ist. Die Art, wie sie arbeitet, wie ich das damals, die Probenarbeit mitbekommen habe. Friedel Bauschulte, das war für mich was, wo ich wirklich hingeguckt habe und gesagt habe, ah ja, so. Also wenn man sich nochmal an den Anfang erinnert, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich Schauspieler geworden bin, dass ich Gott sei Dank durch eine Entscheidung, die gar nicht so durchdacht war, in den Beruf gegangen bin. Da habe ich durch diese Arbeit mit solchen Menschen, mit solchen Kollegen, älteren Kollegen, erfahren, was diesen Beruf ausmacht. Und durch diese glückliche Fügung bin ich ja dann dabei geblieben. Also die haben maßgeblich dieses erste Stück, in dem ich da gearbeitet habe, Innere Stimmen von Eduardo de Filippo. Und diese Kollegen sind Vorbilder. Und übergeordnet eben von außerhalb, ich habe den Mann leider nie kennengelernt, ist Gerd Fröbe. Hammer. Hast du einen Lieblingsfilm? Habe ich einen Lieblingsfilm? Nein. Ich habe, glaube ich, um die 400 Filme in meinem privaten DVD-Regal stehen und gucke einige sehr gerne immer wieder.
bin sehr aufgeschlossen und kann dir jetzt gar nicht sagen, das ist Z mit zwei Nullen oder Kage Musha von Akira Kurosawa oder Ran oder Club der Toten Dichter, obwohl ich da selber ja auch mitgearbeitet habe. Ich finde aber Gladiator sehr schön, Braveheart. Dann gibt es wunderschöne Komödien. Ich bin da nicht so auf etwas fixiert. Also ich liebe Film, auch wenn ich ihn konsumiere als Medium. Das ist für mich die moderne Form des Geschichtenerzählens. Ich werde ganz fürchterlich grantig im Kino, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der auch nach Filmanfang noch irgendwie oder Popcorn. Ich sage, kannst du die Klappe halten? Weil ich möchte eigentlich, wenn der Film losgeht, in die Geschichte gesogen werden, in diese virtuelle Geschichte, in diese Realität, virtuelle Realität, in dieses andere reingehen und wirklich erst mit dem Abspann wieder ausgespuckt werden. Und dann wieder, Kino. Also das ist so der Moment, den ich gerne erlebe und auch voll als Publikum darauf einsteigen kann. Und Katzenköpfe verteile ich im Kino nicht, aber so gibt dann schon mal einen Anranzer. Ist Popcorn bald alle? Weil das geht gar nicht. Also Filme an sich liebe ich, aber ich habe jetzt keinen, den Lieblingsfilm, den gibt es nicht. Was unternimmst du in deiner Freizeit? Oh, ich habe die letzten 6 Jahre lang im Schulzirkus unserer Schule die Luftakrobaten, die Vertikaltücher trainiert. Das ist etwas, was ich auch selbst mache und sehr genieße. Es erspart auch das Fitnessstudio. Und wenn ich nicht das mache zum Ausgleich, gehe ich auch klettern. Ich fahre sehr viel Fahrrad, laufe und versuche bei all dem, was einen so bewegt und auf einen einstürzt in dieser immer schneller werdenden und oberflächlicher werdenden Welt, da meine Momente zu haben, wo ich mich rausziehen kann und die Ruhe bekomme oder wieder zurückbekomme, die ich brauche, um meine Arbeit machen zu können und eben für meine Kinder da zu sein. Die sind jetzt 13 und 16 und brauchen einen Papa, brauchen auch die Mama. Aber um diesen Part erfüllen zu können, muss ich zwischendurch einfach für mich sein können, weil sonst wirst du irre. Wir leben in einer Welt, in der schon irgendwie ab Ende Oktober dann die ersten Lichterketten für den Weihnachtsmarkt rausgehängt werden. Irgendwie, es tritt noch keiner so richtig auf die Bremse und das muss man dann einfach für sich selber machen. Geht man klettern oder macht diese Luftakrobatik oder laufen, Fahrrad fahren. Nein, ist gut. Möchtest du deinen Fans zum Abschluss noch etwas mitteilen? Ja, also meine Kinder mögen es mir verzeihen. Ich glaube, die zwei Fans sind gemeint, Nuria und Elias. Den Fans der gesamten Szene, Freunden von Film und Fernsehen, wenn man bleibt kritisch, gebt, wenn ihr im Kino wart, eine Rückmeldung an die Verleihfirmen, wenn euch was nicht gefallen hat. Gerade wenn man ein Medium mag, sollte man das tun. Wenn man jemandem die Kritik verweigert, nimmt man ihm die Chance, sich zu entwickeln. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wir alle, die in der Szene arbeiten, brauchen euer Feedback. Kommt das nicht, wissen das weder die Schauspieler, noch die Dialogregisseure, noch die Synchronstudios, noch die Verleiher. Und sie glauben, wenn an der Kinokasse die Karte bezahlt ist und keiner was sagt, es war gut. Es ist aber nicht immer alles gut. Es ist vieles sehr gut, aber nicht eben alles. Und wir könnten es verbessern. Und dabei könnt ihr helfen. Für klasse. Danke, Nikolas. Danke, Mirat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Lust auf weitere Interviews hast, klick auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald im nächsten Interview. Euer Mirat.